Nachgefragt in der Hauptstadt bei Angelika Hellemann von der Bild am Sonntag. Grüß Sie ganz herzlich. Hallo. Jetzt haben wir alles im Rampenlicht schon gesehen, die Politik. Wir wollen mal hinter die Bühne schauen mit Ihnen gemeinsam. Jens Spahn wollte eine Priorisierung der Kinder, ist damit gescheitert. Ist das mal wieder ein Spahn sozusagen? Das ist mal wieder das Kommunikationschaos der Bundesregierung und das zieht sich leider durch die gesamte Corona-Krise. Es gibt Versprechungen, die müssen wieder eingeholt werden. Es gibt Sachen, die werden unsauber ausgedrückt, müssen danach nachpräzisiert werden. Das Kanzleramt widerspricht dem Bundesgesundheitsministerium. Es werden Hoffnungen geweckt, die müssen wieder zurückgeholt werden. Und all das verunsichert die Menschen und ja, erschüttert auch dann das Vertrauen. Und das zieht sich also von Anbeginn an. Also am Anfang wurde der Eindruck erweckt, wenn wir anfangen zu impfen, dann geht es rasend schnell los und sofort können alle geimpft werden. Dem war nun wirklich nicht der Fall. Es fing ganz tröpfelweise an. Und dieses Problem zieht sich jetzt die ganze Zeit durch. Jens Spahn hat so getan, als ob Kinder prioritär geimpft werden können. Und schon wieder holt ihn das alte Problem ein. Es gibt zu wenig Impfstoff. Und ja, jetzt können sich die Kinder irgendwie einreihen, aber von alle Kinder, die geimpft werden wollen, können bis Ende der Sommerferien geimpft sein, ist man schon wieder abgerückt. Ja, und es sollten ja angeblich auch 10 Millionen, war angekündigt. Man kann den Namen noch dazu sagen, das war Vizekanzler Scholz. Das war Olaf Scholz. Ja, die sind nicht da. Auch der hat das im März mal angekündigt. Da dachten alle, dass es jetzt sofort kommen sollte. Dann hat er zurückgerudert und hat gesagt, ja, nein, so war das nicht gemeint, sondern er sprach dann von bis Ende Juni. Aber jetzt ist klar, also wahrscheinlich wird das auch nicht kommen, weil die Impfstoffhersteller wieder ankündigen müssen, dass sie weniger liefern können. Und Leute, die sich mit Impfstoffproduktion auskennen, wissen auch, dass sowas immer wieder passieren kann. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass die Politik so wenig daraus lernt und immer wieder neue Versprechen, neue Daten, neue Zahlen reinruft, um dann wieder ja, die Fahne ganz schnell einrollen. Ja, also Kommunikationsschwäche und ungehaltene Versprechen bei den Regierenden hilft normalerweise immer der Opposition. Nutzt das dem politischen Gegner eigentlich? Also bislang haben davon die Grünen profitiert, die wie so eine ja, Folie von Träumen waren. Man hat gemerkt, dass das Vertrauen in die Regierung einfach abgesackt ist, sowohl in SPD als auch in Union. Und dann wollte man was Neues und die Grünen haben halt so eine Art Wohlfühl Wahlkampf die ganze Zeit gemacht und jeder konnte sich was vorstellen und wir wollen allen nicht wehtun. Und sind deswegen in den Umfragen ziemlich nach oben geschossen. Und im Moment ist der große Gewinner die FDP. Die profitiert allerdings vor allen Dingen von der Schwäche der Union. Also seit Armin Laschet dann ja offiziell als Kanzlerkandidat ausgerufen ist, nach einem ziemlich üblen Machtkampf mit dem CSU-Chef Markus Söder, ist die Union richtig abgesackt in den Umfragen. Zum Teil lag sie hinter den Grünen, aber Unionswähler rennen nicht alle zu den Grünen. Da ist der Weg oft dann noch ziemlich weit, sondern es gibt immer noch, man nennt das korrespondierende Röhre mit der FDP. Das heißt, der Weg zur FDP ist kürzer und die FDP hat sich in relativ kurzer Zeit von 6% erholt und ihre Werte verdoppeln können. Ja, schauen wir noch bei den Grünen weiter drauf. Da wird natürlich jetzt genau hingeschaut. Seitdem die Spitzenkandidatin feststeht, macht man sich Gedanken, es könnte ja sein, dass sie Bundeskanzlerin wird. Was hieße das? Und dann ist natürlich immer die Frage, in einem Wahlkampf, der ja so langsam anrollt, müssten sich alle äußern, könnten alle jeden Tag Botschaften rausgeben. Kann man aber auch Fehler machen. Ja, also dass man Fehler machen kann, das merkt gerade Annalena Baerbock, die halt gerade ziemlich unter Beschuss steht. Der weht es ziemlich entgegen. Dazu kommt dann sozusagen noch Friendly Fire von ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck, der von Waffenlieferungen in die Ukraine spricht. Dann rastet die eigene Partei aus, weil das mit dem Programm überhaupt nicht vereinbar ist. Dort steht explizit drin, dass die Grünen jegliche Waffenlieferungen in Kriegs- und Konflikten Gebiete ablehnen, dann musste der wieder eine Rolle rückwärts machen.
Da wird noch versucht, ein paar Themen zu setzen, aber man merkt auch, dass sie vorsichtig geworden ist. Sie hat eine Diskussion über Inlandsflüge und das Verbot bzw. das Abschaffen von Kurzstreckenflügen ausgelöst. Und immer wenn ich mich positioniere, bringe ich halt Leute gegen mich auf und das merkt sie gerade und jetzt versucht sie gerade wieder möglichst wenig zu setzen. Also heißt Wer das gerade ja nicht eben, heißt das im Umkehrschluss am besten vor der Wahl oder bevor es in die heiße Phase geht, gar nicht positionieren bei allen? Das ist so ein bisschen die Taktik von Armin Laschet, das war ja schon immer so ein bisschen so sein politisches Lebensmotto, ich wurschtel mich durch und am Ende bin ich es dann, auch wenn es mir keiner zugetraut hat. Allerdings bei so niedrigen Umfragezahlen gerät seine eigene Partei gerade auch in Panik. Herr Linnemann vom Wirtschaftsflügel hat ihn gerade ermahnt und hat gefordert, dass eigentlich jeden Tag jetzt ein Vorstoß von Armin Laschet kommen sollte und er das auch erwartet. Nur es kommt halt nicht. Seitdem Armin Laschet offizieller Kanzlerkandidat ist, hat er es nicht geschafft, eine wirkliche Wegmarke zu setzen, einen Duftpunkt, etwas, von dem die Leute sagen, genau das verbinden wir mit Armin Laschet und das ist ein Problem. Ja, das Problem ist, wir wissen nicht, wer Bundeskanzlerin, Bundeskanzler wird. Schaffen wir jetzt auch nicht mehr zu lösen. Dankeschön nach Berlin, Angelika Hellemann. Vielen Dank.